jetzt fliegt er in die andere Richtung. Okay, ach, die droppen wieder. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste nicht, dass die droppen. Das habe ich jetzt erst gesehen. Okay, gut. Das ist ja schon mal ganz nett. Was ist das denn? Wüstenhäschen? Ah, okay. Aber der ist jetzt gerade in die andere Richtung geflogen. Okay. In die Richtung, aus der ich gekommen bin, ist der geflogen. So, gut. Jetzt fliegt er dahin. Oh, cool, dass die droppen. Das wusste ich gar nicht. Könnt ihr mal sehen, so ein Noob bin ich. Okay, er fliegt immer wieder dahin. Ich werde jetzt im Kreis geführt. Von daher denke ich mal, dass ich hier richtig bin. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich werde im Kreis geführt, immer wieder hin und her. Und so ein Dungeon ist ja auch recht groß. Deshalb würde ich einfach mal behaupten, dass es jetzt hier ist. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie stolz ich darauf wäre, wenn das jetzt wirklich stimmt. Wenn ich, kleiner Vanilla-Noob, jetzt tatsächlich im Survival wirklich einen Dungeon gefunden hätte. Das wäre ganz großartig. Bin wirklich sehr gespannt. Nur für 43, ich habe keine Ahnung, auf welcher Höhe die normalerweise spawnen. Ich bin nur der festen Überzeugung, dass sie unter Tage spawnen. Und man sieht deshalb... Ja, wirklich. Das gibt's ja nicht. Wie geil. Okay, ich habe es tatsächlich geschafft. Dann machen wir hier fix einen Wegpunkt. New Dungeon. Cool. Hätte ich ja nicht gedacht, dass ich dazu fähig bin. Okay. Wir haben hier... Das ist wirklich ein Erfolgserlebnis, das ist großartig und ich habe noch viele Enderpearls übrig. So, wir teleportieren uns jetzt nach Hause, weil das die gleiche Dimension ist, kostet das nicht viel Strom. Unabhängig von der Entfernung, über eine Dimension hinweg kostet immer mehr Strom. Oder wahrscheinlich wird über eine Dimension weg wahrscheinlich der maximale Strom gezogen. Also da wird irgendwo ein Hard Limit sein oder so. Was auch in der Oberwelt nicht überschritten werden kann. Jetzt haben wir hier Problem Emerald. Wir haben hier keine Möglichkeit mehr, einen weiteren Filter zu machen. Ich glaube aber, Gunpowder ist aus Versehen gekommen, als ich hier die Farben umgeändert habe. Und plötzlich der Mob-Grinder hier rein exportiert hat. Ich glaube, das war das Problem. Ich glaube nicht, dass Gunpowder irgendwo aus einem Ohr rauskommt. Von daher schaffen wir hier einfach mal noch Platz für ein bisschen Emerald. So, und da verschwinden sie auch schon. Und hier kommen sie rein. Gut. Also, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir mal eine Pickaxe, klar haben wir eine Pickaxe, eine Manualin Pickaxe, die hat aber, oder hat die Silk Touch? Ja, die hat Silk Touch, guck mal, da unten steht es. Okay, wunderbar. Dann brauchen wir nur noch ein bisschen Manualin zum Reparieren. Und, Moment, geht es sogar hier? Das wäre sehr hilfreich. Nee, leider nicht. Das wäre sehr hilfreich gewesen für unterwegs, aber das scheint leider nicht zu gehen. Toolforge? Ja. Toolforge ist richtig. So. Sehr gut, der Silk Touch. Cool, da unten steht es. Okay, genau das brauchen wir jetzt fürs End. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass das so... Moment, wir machen mal lieber so. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass das wirklich so gut funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und dass da auch wirklich viele Ores sind. Kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Das ist immer so eine Sache... müsste man jetzt erstmal herausfinden. Aber schön wäre es schon. Moment, vielleicht können wir hier es uns ein bisschen einfacher machen und nochmal... Oder? Na. Ich dachte jetzt, wir holen uns noch einen Meta-Transmitter, aber dann müsste ich noch einen... Oder besser gesagt, einen Meta-Receiver. Aber dann müsste ich außerdem noch einen Meta-Transmitter bauen. Ansonsten müsste ich immer hin und her wechseln bei den Destinationen. Also ich könnte mir natürlich etwas bauen, um mich dorthin zu teleportieren, aber ich weiß nicht, ob es das wirklich wert ist. Ich meine, wenn wir jetzt ins End gehen und da nicht den großen Haufen an Draconium-Ohr finden, dann ist es alles auch relativ witzlos, sich da mehrere Male hin zu teleportieren. Also ich glaube nicht, dass unsere Manualin Pickaxe so schnell kaputt gehen wird, dass ich mich nochmal dahin teleportieren muss, wenn es dort die Möglichkeit gibt, viel abzubauen. Wenn es diese Möglichkeit gibt, von Anfang an, dann muss ich da auch kein zweites Mal hin, dann sollte das reichen. Ich denke mal, irgendwo zwischen 100 und 200, also sagen wir 2-3 Stacks, sollte locker ausreichen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das End aussieht mit Draconic Evolution. Ich habe wirklich keine Ahnung. Von daher müssen wir einfach mal dahin und uns ein bisschen umgucken. Eine ganz nette Idee wäre es ja eigentlich auch gewesen, wenn der Void Ore Miner im End eine super hohe Chance hat, Draconium-Ohr zu finden. Wenn man das da aufbaut, dass er dann irgendwie 20%ige Chance hat oder so. Das wäre eigentlich ganz cool. Da unten stirbt ein Pferd. Ah, wegen dem Wolf. Okay. Würde ein Wolf ein Pferd angreifen?
weiß ja nicht. Kommt mir ein bisschen komisch vor, aber... in Minecraft passiert es. Alles, was kein Fleischfresser ist, wird von einem Wolf angegriffen. Ist ja potenzielle Nahrung. Also, da sind wir, da ist das Loch. Super cool. Und da können wir jetzt runter. So, und jetzt müssen wir nur noch... Ah, okay, hier durch navigieren. Das ist natürlich auch ein Problem. Ich weiß auch gar nicht, ob es unten ist, dieser Durchgang, dieses Portal. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe hier, glaube ich, auch noch nie durch navigiert. Aber das sieht hier alles so ziemlich... Ja, doch, hier geht's weiter. Weil das sah eben so aus, als ob irgendwie... Als ob da eine normale Höhle wäre. Und das wäre natürlich doof. So. Hier ist eine normale Höhle. Das sehen wir ja da. Und da ist ein... Da ist Ende. Da geht's nicht weiter. Okay. Das wird hier bisweilen ein bisschen dunkel sein, aber ich gebe mir Mühe, Torches zu platzieren, sofern sich die Möglichkeit ergibt. Oder habe ich jetzt hier ein Dungeon gefunden, was irgendwie... Keine Ahnung... kaputt ist oder alt? Kann es sowas geben? So ein verwahrlostes Dungeon. Weil hier ist alles offen und kaputt, da oben ist aber wieder Licht. Oh, was ist das hier? Okay, eine Bibliothek, eine Bücherei oder wie auch immer. Da ist ein Blue Shimmering Mushroom. Und eine Dungeon Chest? Ah, Engineer's Blueprint und Arc Furnace Electrodes. Das ist gar nicht schlecht. Ja, da brauchen wir aber nur eine. Das sollten wir ruhig mitnehmen. Monastic Drone. Glaube ich nicht, dass wir das brauchen, aber Bücher und Papier kann nicht schaden. Und gerade dieses Blueprint ist nicht schlecht. Wer Feed the Beast Inventions nicht geguckt hat, wenn man den Arc Furnace bauen will, dann braucht man diese Blueprints, ansonsten wird das Rezept nicht freigeschaltet. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache, aber das heißt, man muss erstmal durch Dungeons suchen und dieses Ding finden. Okay, jetzt bin ich wieder am Anfang. Das ist natürlich auch doof. Jetzt bin ich tatsächlich einmal im Kreis gelaufen. Also, da kommen aber Zombies her. So, vielleicht bedeutet das ja irgendwas. Vielleicht bedeutet das ja, dass hier irgendwas zu sehen ist. Nochmal so ein scheiß Pilz. Genau, wir sollten einfach alles ausleuchten. Wenn wir alles ausleuchten, dann weiß ich, dass ich in den dunklen Bereichen noch nicht war. So, da, so erforscht man doch richtig, nicht wahr? Verdammt, das ist alles totales Labyrinth hier. So ein blöder Mist. Okay, wieder am Anfang. Dann gehen wir mal wieder hier runter. So. So viele Möglichkeiten sollte es ja eigentlich nicht geben. Ich werde schon dazu fähig sein, mich durch ein Labyrinth durchzufinden. So, aber hier... Genau, das meinte ich halt. Hier ist jetzt plötzlich eine normale Höhle. Das gehört ja nicht mehr zum Dungeon dazu. Nee. Da ist das Dungeon plötzlich kaputt. Aber jetzt halt wirklich die Frage... bedeutet so ein kaputtes Dungeon, dass es vielleicht kaputt ist und es hier gar kein Portal gibt? Man weiß es nicht. Oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung, könnte ja sein. Ich weiß nicht, wie viele Mechaniken es hier gibt. Hier gibt es auch... Oh! Leiter. Okay, eine Leiter und noch eine Chest. Steel Helmet. Tin Ingot von Industrial Craft. Wie nutzlos. Iridium Shard. Das ist nicht nutzlos, das weiß ich. Aber ansonsten, Tin Ingots ist ja nichts wert. Vielleicht sollten wir die Kohle mitnehmen, falls wir ein paar Torches brauchen. Steel Helmet kann eigentlich nicht schaden. So, aber das ist jetzt ja nicht so der... berauschende Loot, muss man mal sagen. So, was haben wir hier? Ich weiß noch nicht, ob wir hier jetzt schon waren. Hier sind aber überall die Türen offen, also halte ich es für recht wahrscheinlich, dass wir hier schon waren. Ja. Und da geht es ja eigentlich nicht... Hier geht es ja eigentlich nicht durch, ne? Also hier dürfte eigentlich nichts sein. Hier ist Wasser. Da oben ist eine normale Höhle. Ne, hier ist nichts. Okay. Also. Dann können wir wieder zurückgehen. Und hier noch ein bisschen mehr... Ist hier noch was? Nee, da ist auch nichts. Vielleicht sollte ich auch einfach mit irgendwelchen Blöcken die Pfade zumachen, wo wir schon durchgegangen sind. Das wäre noch offensichtlicher als mit Licht und Schatten. Ah, ja natürlich könnt ihr klettern, klar. Ich vergaß. Und ich habe auch vergessen, dass Klettern bei Spinnen praktisch genauso gut ist wie Fliegen. Außer, dass sie nicht über einen kleinen Absatz rüberkommen. Hier ist schon wieder alles vorbei. Hm. Und da... Okay, hier ist noch nicht alles vorbei, aber das ist schon sehr nah dran, wo wir uns sowieso schon befunden haben, nämlich hier in der Bibliothek. Okay. Aber hier gibt es auch keinen zweiten Ausweg, ne? Hier geht es irgendwo wieder hoch. Aber... Ah, verdammt. So. Nee, hier geht es tatsächlich nur hoch. Okay. Dann können wir... Was ist hier? Vielleicht ist es ein geheimer Durchgang oder so. Ah, schwer zu sagen. Da ist jedenfalls Licht. Hier waren wir schon mal. Ja, nee. Okay. So. Ich krieg das schon hin.
irgendwie werde ich hier schon rausfinden. Da ist auf jeden Fall noch eine Tür. Und das sieht fast so aus, als wäre es die einzige Tür. Diese ganzen scheiß Spinnweben hier sollen. Aber hier waren wir ja auch schon. Da geht es wieder zum Ausgang. Oder zum Eingang, wie auch immer. Da ist der blaue Pilz. Es sieht nicht so aus, als ob es hier wirklich noch irgendwas zu erkunden gibt. Die Tür habe ich eben von der anderen Seite schon gesehen. Mist! Ich glaube fast, dass es hier tatsächlich kein Portal gibt. Kann es sowas geben? Kann es sowas geben? Das ist doch nicht fair, oder? Ich finde, das ist nicht fair. Warum? Habe ich wirklich meine Eye of Ender jetzt weggepackt? Ich habe die nicht wieder mitgenommen. Nein. Großartig. Wie wäre es denn, wenn wir hier uns mal durchbuddeln? Vielleicht gibt es ja hier irgendwo noch einen anderen Gang, den ich jetzt einfach noch nicht gefunden habe. Ich meine, wie wahrscheinlich war es, dass ich genau da reinbuddel, in diesen Raum? Genau, hier gibt es nämlich noch andere Räume, in denen ich noch gar nicht drin war. Okay. Es ist also scheinbar kein komplett vernetztes System, sondern mehrere einzelne Elemente. Das macht mir meine Sache nicht wirklich einfacher. Mana-Stil von Botania. Oh, okay. Das ist alles Copper. Steel-Ingots können auch nicht schaden. Enderpearl immer doch. Das sind halt Sachen, die wir wirklich herstellen müssten. Das ist so als Loot vielleicht gar nicht so schlecht. So. Gucken wir mal. Sieht ja fast aus wie Gefängniszellen hier. Hier eine ominöse Steintreppe. Ah! Das sieht aber so aus, oder? Hier. Oder nicht? Nein. Mist. Ich dachte eben, jetzt habe ich es gefunden. Das sah mir so portalmäßig aus. Aber solange wie wir immer weitere Chests finden, ist das ja auch schon mal ganz nett. Da! Wirklich, ich hab's gefunden. Und ein Silverfish-Spawner. Okay, gehört der hier hin? Ich weiß es nicht. Bewachen die Silberfische des Wither-Portal, ja? Das Endportal. Ach Mist, verdammt! Ja, natürlich, ich muss hier so eine Dinger reinsetzen. Ich glaube, keine Ender-Pearls, sondern Eye of Ender, nicht wahr? Die muss ich da reinsetzen. Ja, ach Mist, ey. Ich muss Ender-Pearls reinsetzen. Okay, ganz blöd. Machen wir mal Licht, wieder ein kaputter Chunk. Okay, natürlich. Ich hab's vergessen. So, dann wollen wir hier mal nochmal einen neuen Wegpunkt machen. So, New Endportal. So, safe. Okay, dann werden wir uns nach Hause teleportieren und dann wieder diese Dinger mitnehmen. Das waren 12, braucht man dafür, habe ich eben gesehen. Gut, sollte eigentlich kein allzu großes Problem sein. Wir gehen nochmal schlafen und dann werden wir nochmal dahin fliegen. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, ohne irgendwas nachzugucken und ohne irgendwie zu cheaten oder sowas. Und das ist für mich durchaus eine Errungenschaft, die erwähnenswert ist. So, der Krempel kann hier alles rein. Bis auf den Hammer, den behalten wir mal. Und dann gucken wir mal, 10 haben wir. Okay, das reicht mir natürlich nicht. An dem Blaze Powder. Moment, das kann man doch herstellen. Genau, gib mir mal Glowstone. Dann gib mir mal Redstone. So, machen wir einen halben Stack. Dann kann man daraus, glaube ich, Blaze Powder herstellen. Wenn ich mich richtig erinnere. Ach nein, nicht im Magma Crucible, das ist ja falsch. Sondern, da rein und da rein. Ja, wunderbar. Das ist ja fast schon zu einfach. Ich dachte, ich müsste jetzt erst mein Wood-Spawner wieder aufbauen, aber das ist ja fast zu einfach schon. Okay, gut. Machen wir mal 6, denn kann ich ein paar versauen, dann ist es nicht ganz so dramatisch. Oder nein, scheiße, wir machen jetzt genauso viel, wie wir herstellen können mit den Enderpearls, die wir jetzt haben. Ansonsten verklicke ich mich 3-mal oder 5-mal, könnte ich mir durchaus vorstellen, ist ein realistisches Szenario und dann habe ich nicht genug. Von daher wollen wir lieber auf Nummer sicher gehen. Wir brauchen 12, wir nehmen aber 26 mit. Okay, gut, das ist ein Wort. Dann werden wir uns jetzt mal wieder zurückbegeben zu dem, nicht zu dem Dungeon, sondern zu dem Endportal. Und das müsste eigentlich ein bisschen näher dran sein. Wahrscheinlich nicht wirklich merkbar näher dran, aber ein bisschen näher dran. Cool, Mann. Das wird geil. Könnt ihr mal sehen, das Endportal ist sogar weiter weg. Naja, natürlich, es ist nur nicht am gleichen Ort. Es kann auch weiter weg sein. Na schön, ist egal. Wir werden uns da einfach einen neuen Tunnel buddeln und hoffentlich nicht in die Lava fallen. Aber nee, wenn ich direkt da drüber bin, ich habe ja den Wegpunkt nicht auf der Lava gemacht, sondern irgendwo anders. Mann, das wird cool. Ich habe das wirklich noch nie gemacht. Merkwürdig, ne? So lange muss es dauern. Wie viele Jahre spiele ich jetzt schon Minecraft? Meine, unabhängig vom Aufnehmen. Ich habe ja davor schon Minecraft gespielt und ich war noch nie im Survival im End. Das habe ich noch nie erreicht. Schon gar nicht
Schon gar nicht dieses Portal gefunden oder ein Dungeon gefunden mit Survival-Mitteln. Natürlich könnte man jetzt argumentieren, ja, so stark gemoddet kann man ja nicht mehr Survival nennen. Weil man natürlich viel mehr Methoden hat, die alleine mit dem Rumfliegen und so. Und Enderpearls kann ich, Eye of Ender kann ich mir relativ einfach herstellen. Von daher kann man sagen, es ist deutlich einfacher als im Survival. Gebe ich durchaus zu. Aber jetzt, wo ich weiß, dass ich das hier einmal gefunden habe, habe ich auch nicht das Bedürfnis, es im richtigen Survival, in Anführungszeichen, nochmal zu finden. Ich weiß, ich habe es geschafft und das ist mir gut genug. So, oh, wie cool. Sind hier nicht normalerweise ein paar schon drin? Es kommt mir so komisch vor, dass hier noch gar keine drin waren. Aber gut, egal. So, machen wir mal ein bisschen Platz und dann gehen wir mal da rein. Boah, cool. Ha. Sehr schön. Ich hatte übrigens mal versucht, das Ding hier im Creative zu bauen und hab's irgendwie nicht geschafft. Das hatte nicht funktioniert. Obwohl ich diese Blöcke hier hatte, diese Endportal-Blöcke. Na gut, egal. Dann gehen wir mal da rein und hoffen, dass dieser Charge-Porter auch funktioniert. Ansonsten muss ich den Ender-Dragon mit meiner Emeradic-Ausrüstung bekämpfen. Die relativ gut ist eigentlich. Mal sehen. Hoffen wir mal das Beste. So, da sind wir. Ender-Dragon. Und da hinten sehe ich doch Ohr. Und da auch. So, jetzt gucken wir mal. Was ist denn das hier? Das ist Resonant Endstone. Was ist das? Resonant Endstone. Moment, ist hier... Oh, ah! Was soll das denn? Was ist das denn für ein Quatsch? Okay, das ist flüssige Enderpearls, die rauskommen aus diesem Resonant Endstone. Vielleicht nehmen wir uns davon mal was mit. Davon habe ich ja noch gar nichts gehört. Oh, die kann man nicht mal Silk touchen. Interessant. Doch, kann man. Kann man, aber spawnen tun sie das Zeug trotzdem. Moment mal. Das müsste doch bedeuten, dass ich Resonant Clathrate. Was? Okay, da bekommen wir ein Bucket Resonant Ender raus. Nett. Aber was ist denn Resonant Clathrate? Resonant Ender bekommen wir da raus. Okay, ja, ist doch das Gleiche. Hä? Also da bekomme ich ein Viertel-Bucket raus und wenn ich es gleich schmelze, bekomme ich einen ganzen Bucket. Es ist doch genau das Gleiche. Ist ja albern. Was soll ich denn damit? Aber soweit wie ich das verstanden habe... Oh, hoppala. Das war eine ganz schlechte Idee. Soweit wie ich das verstanden habe, können wir das hier hinstellen und mit Silk Touch immer wieder abbauen. Warum verschwindet denn das? Okay, sonst hätte ich gedacht, wir haben dadurch eine unendliche Quelle an diesem Zeug, weil wir das immer wieder abbauen können. Okay, Ender Lily gibt es hier auch. Ansonsten viel Resonant Enderstone. Was ja eigentlich ganz nett ist alles. Also hier ist auf jeden Fall eine gute Methode, um viele Enderpearls zu bekommen. So, eben habe ich schon den Ender Dragon gehört, aber ich weiß nicht, inwieweit der uns jetzt was antun wird, wenn ich nicht auf direkten Konfrontationskurs gehe. Sheldonite? Was ist denn Sheldonite? Ach, Tech Reborn, ach du Lieber, damit will ich mich gar nicht abgeben, das ist mir zu doof. Und hier haben wir einen Enderhai von Forestry, okay. Aber wo ist denn jetzt mein Draconium-Ohr? Nur deshalb bin ich hergekommen, das ist der einzige Grund, warum ich hier war.